Promi geflüstert, zurück nach der Osterpause sozusagen. Eine Woche haben wir mal ausgesetzt, aber gar kein Problem. Wir sind wieder am Start und heute gleich wieder einen neuen Schlagerstern, wie man so schön sagt, am Schlagerhimmel. Was heißt neu? Gut, so neu eigentlich auch wieder nicht. Also man kennt ihn als Moderator, so fangen wir mal an. Und Musik hat er davor schon gemacht, aber jetzt startet er auch musikalisch wieder durch. Die Rede ist von Dennis Wilms und dazu sage ich erstmal Hallo und herzlich willkommen. Grüße dich. Hallo und moin moin aus Norddeutschland. Moin moin, genau da kommst du her, nämlich genau aus Kiel, aus der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein. Genau, da seid ihr auch jetzt mitten in meinem Wohnzimmer zu Gast sozusagen. Sehr schön. Ja, also Dennis Wilms, wie gesagt, wenn man so zurückdenkt, ich erinnere mich noch, Tiger in den Club, dann später Chart Attack und aktuell natürlich viele Wissenssendungen sind, glaube ich, bei dir am Programm. Kochen tut er und Podcast machen und. Über die Sachen reden wir heute alle mal und mittlerweile seit 2022 fest wieder am Musik machen im Popschlagerbereich, gell? Ganz genau, ja. Musik war eigentlich der Ausgangspunkt von allem, weil ich ganz früher mal einen Wettbewerb gewonnen habe mit meiner Schülerband und da habe ich eben Musik gemacht und dann kam ich so zum Radio, vom Radio dann irgendwann zum Fernsehen, dann wurde das Fernsehen so übermächtig, dass ich kaum mehr Zeit hatte, Musik zu machen, aber jetzt habe ich halt wieder Lust bekommen und darf seit einem Jahr mit einem ganz tollen Team das zusammen machen. Ja, das Team, man darf es ruhig verraten, das ist das in Düsseldorf sitzen, die Jungs. Und da gehören Leute dazu wie der Tim Peters, Daniel Sommer und auch der Sebastian Wurt, gell? Genau, das ist das berühmt-berüchtigte Team Düsseldorf, in das ich da geraten bin. Da bin ich sehr glücklich. Das sind großartige Jungs und inzwischen auch meine Freunde geworden. Ja, so soll es doch sein, genau. Und wie gesagt, 5 Singles sind es bislang draußen. Also ich glaube, das Album wird dann bald folgen, dann hoffe ich doch, oder? Ja, das hoffe ich auch. Ganz so sicher ist es im Moment noch nicht, aber wir planen das schon. Im Moment ist es ja so, dass man eine Single nach der anderen jetzt quasi nur noch veröffentlicht und die Alben nicht mehr so viel Gewicht haben. Aber es ist trotzdem geplant, dass auf jeden Fall, sobald ich genug Songs zusammen habe, daraus ein Album wird. Ja, du sagst es gerade hier, nicht mehr ganz so mit den Alben. Und ich meine, die Musiklandschaft hat sich ja eh gewandelt. Wir wissen es alle. Klar, Chart Attack, ich habe es damals auch erlebt. Ich war noch im Broadway zugange mit dem lieben Kina Amoa. Du warst ja dann eher, glaube ich, in der zweiten Staffel sozusagen oder in der zweiten Ära, als das Ganze dann aus Mainz kam, ne? Ja, ich habe vor allem die großen Hallentouren gemacht. Wir waren ja auch in Hallen. Das war so ein bisschen der Vorläufer von The Dome damals, gab es ja auch auf RTL 2 und irgendwann hatte sich dann das ZDF überlegt, auch damit in Hallen zu gehen und hat auch Kooperationen dann mit regionalen Radiosendern gemacht. Und da ich damals hier noch in Norddeutschland bei Radio Schleswig-Holstein gearbeitet habe, war das quasi so, dass der eine feste Moderator, der Mike Diehl vom ZDF kam und ich dann als Radiogesicht quasi dazu kam. Ja, wunderbar. Du sagst gerade Radio RSH, fällt mir gerade ein Name dazu ein. Vielleicht sagt dir die Dame auch noch was. Das ist auch damals eine liebe Bekannte oder gute Freundin gewesen, Barbara Scherrer. Ja, selbstverständlich. Barbie wurde sie bei uns auch genannt in der Redaktion. Und sie war die Königin, weil sie hatte eine unverwechselbare Art. Und es war eine ganz tolle Kollegin, mit der habe ich einige Sendungen auch zusammen gemacht, ja. Ich weiß damals noch sehr tolle Erinnerungen an die Funkausstellung in Berlin seiner Zeit, 95, 97, sowas in der Richtung. Da haben wir sehr viele Termine gehabt, gemeinsam. Und mittlerweile ist er bei SWR 1 gelandet, damals, danach dann. Da ist er dann zu SWR 1 gewechselt, richtig. Genau. Aber jetzt sind wir ein bisschen wieder abgeschweift, aber gehört auch dazu, so kleine Erinnerungen. Da darf man ja doch gerne mal wieder zurückdenken, ne? Ja, also Schlager, Popschlager ist jetzt dein Musikgenre. Eigentlich hast du mal was ganz anderes vorher gemacht. Also es war jetzt nicht wirklich die Schlagermusik. Ja, das stimmt. Also
die Band, mit der ich damals diesen Wettbewerb gewonnen habe, die hieß Phase 4 und wir haben Synthie-Pop gemacht und auch englischsprachig. Das war halt so Mitte, Ende der 90er. Wir waren zu dritt und wir waren alle sehr, sehr große Depeche Mode-Fans. Und in der Richtung haben wir dann auch unsere Musik gemacht. Also Depeche Mode, Camouflage, Tears for Fears. Das hat riesig Spaß gebracht. Ja, das glaube ich. Das glaube ich, genau. Und wie kommt es jetzt dann zur Schlagermusik oder zum Popschlager? Also Schlager hat mich auch schon immer fasziniert, weil Schlager ja eine extreme Wandlung vollzogen hat. Das war ja früher so ein bisschen, sag ich mal so, die alte Leute-Musik. Das ist es ja heute längst nicht mehr. Da hat ja auch der Kollege Silbereisen sein Quäntchen zugetragen mit den großen, tollen Sendungen. Also das ist ein Phänomen geworden, was inzwischen auch immer mehr junge Menschen feiern. Zu Recht, wie ich finde. Denn auch die Musik hat sich ja geändert. Also wenn du dir mal die Playbacks anhörst, ja, wenn du da englische Texte draufsetzen würdest, das wären ganz normale Popsongs. Und umgekehrt, wenn du jetzt solche Künstler mal hast wie The Weeknd oder so, stell dir die Songs mal mit deutschen Texten vor, das wäre Popschlager. Insofern gibt es diese Kategorien gar nicht mehr so, finde ich, die es damals gab zwischen Pop, Deutschpop, Schlager. Gut, es gibt vielleicht noch die volkstümliche Musik, aber das ist einfach gut gemachte Musik mit sehr, sehr eingängigen Melodien, die ich liebe. Ich mag unheimlich gerne eingängige Melodien und auf Deutsch singe ich, warum soll ich das nicht tun? Das ist meine Muttersprache, damit kann ich am besten ausdrücken. Ich weiß noch, wie ich früher englische Texte geschrieben habe. Das ist eben nicht meine Muttersprache, das war echt immer ein Krampf und jetzt schreibe ich auf Deutsch. Das ist wunderbar. Ja, sehr gut. Nee, so soll es doch auch sein. Und wie du jetzt ja gerade sagst, du schreibst selber, also die Titel, die bislang veröffentlicht wurden, die sind alle aus deiner Feder, also zumindest mal textlich. Die sind sogar auch musikalisch aus meiner Feder, mit einer Ausnahme. Die Debütsingle Kein Plan, die haben Daniel Sommer, Basti Wurth geschrieben. Ich habe allerdings den Text dafür beigesteuert. Die Musik haben die beiden geschrieben. Und dann kamen aber nur noch Singles, wo ich auch musikalisch mitgearbeitet habe. Also Die besten Dinge brauchen Zeit, kommt auch mit von mir. Und jetzt Zu zweit auch, die aktuelle, die am 28. April rauskommt, ist auch von mir und Paul Falk geschrieben. Also ich habe dann überall auch musikalisch mitgeschrieben. Dann steht natürlich hier Podcast noch auf deiner Homepage. Auch da bist du zugange. Ja, genau. Ich habe ja, mich verbindet ja eine lange Freundschaft mit Cornelia Poletto. Und das ist ja die Spitzenköchin aus Hamburg. Wir haben mal zusammen eine Kochshow gehabt im ersten, die hieß Polettos Kochschule. Die Story war, sie bringt mir quasi als Greenhorn in der Küche das bei. Und das war ziemlich erfolgreich. Conny ist dann leider zu den Privatsendern gewandert, damals zu The Taste. Der NDR hat unsere Sendung dann ein bisschen auf Eis gelegt. Die wurde eigentlich nie wirklich wieder reaktiviert, was ich sehr schade finde. Und es gab aber immer noch diese Freundschaft. Und daraus ist jetzt seit 2 Jahren ein Podcast geworden. Und dieser Podcast heißt Iswas Hase. Da nutzen wir diese besondere Chemie, die zwischen Conny und mir nach wie vor entsteht oder da ist. Wir quatschen uns um Kopf und Kragen und haben auch in jeder Folge immer einen Promi-Gast. Und das gibt es alle 14 Tage auf allen Portalen, wo es Podcasts gibt. Ja, sehr gut, sehr gut. Also so ein bisschen kann man sagen, Promi-Kochen. Mit. Ja, also es ist natürlich schwer, audiomäßig Kochen zu vermitteln. Also wir stehen dann nicht gemeinsam am Herd, sondern wir quatschen einfach nur. Der Gast ist entweder live bei uns in Hamburg oder er wird zugeschaltet über eine Software. Was wir allerdings in letzter Zeit häufiger gemacht haben und auch jetzt wieder häufiger machen werden, ist, wir haben die Kochschule reaktiviert, auch in Videoform. Uns gibt es in unregelmäßigen Abständen auf Instagram und auf Facebook zu sehen. Da kochen Conny und ich zusammen. Die hat ja selber eine Kochschule, eine Cucina in Hamburg-Eppendorf und da stellen wir uns dann rein und brutzeln ein bisschen was. Haben neulich Anfang des Jahres den Skrei zubereitet. Jetzt beginnt ja so ein bisschen die Spargelsaison. Jetzt machen wir ein tolles Spargelgericht. Und das gibt es in unregelmäßigen Abständen, ist das im Netz zu sehen. Sehr schön. Bist du dann auch privat so ein viel in der Küche anzutreffen? Oder dann nur rein für die Podcast-Folgen?
Nee, ich koche wirklich super, super gerne. Und da, dass ich 60 bis 80 Folgen, Fernsehfolgen, Kochschule ja quasi die beste Ausbildung der Welt genossen habe bei Conny Poletto, hat mir das auch wirklich was gebracht. Und ich mag das total, weil das sowas handwerklich schön. Ich bin auch jemand, der, das sage ich nicht nur so, sondern der wirklich beim Kochen auch entspannt. Und das ist, wie ich gerade schon angefangen habe zu formulieren, das ist eine handwerkliche Tätigkeit. Das, was wir machen in den Medien mit Quatschen und Fernsehen und Musik, das ist ja alles so, das verflüchtigt sich so irgendwie. Es ist nicht so wirklich greifbar, ne? Aber wenn du was kochst, dann hast du die Zutaten, mit denen du arbeitest. Du hast hinterher ein Ergebnis, das dir schmeckt, das hoffentlich auch den Gästen schmeckt. Und das ist einfach was ganz Tolles. Ja, das auf alle Fälle. Und ich denke mal, man lernt ja auch immer wieder dann was dazu, was man dann wieder hier noch verfeinern Definitiv. kann oder hier noch. Ne? Genau. Und so wird Ja. aus dem Hobbykoch vielleicht auch noch mal ein richtiger Koch, wer weiß. Na, ich würde sagen, ein nach wie vor Hobbykoch, aber mit Ambition. Genau, sehr schön. Aber du lernst ja in deinen TV-Sendungen ja auch immer wieder neue Sachen hinzu, gerade wenn ich so an die ganzen Wissenssendungen denke. Also, ich glaube, du bist ja mittlerweile hier, hast ein Wissen ohne Ende, oder? Ja, das darf man nicht überschätzen. Also natürlich, ich habe in meiner 20-jährigen Fernsehkarriere jetzt schon einiges auf den Tisch bekommen und habe vielleicht davon auch ein bisschen was behalten. Aber es ist ja in der Fülle und in der Breite, wie wir es machen, schwer, alles en Detail dauerhaft zu speichern, weil es ist so viel. Du musst halt aus deinem Kopf auch immer wieder Dinge rausschmeißen, damit ein neues wieder reinpasst. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit einer Festplatte, ne? Wenn ich die Sendung mache, bespiele ich meine Festplatte, werde gebrieft, kriege ganz viele Fakten, weiß dann auch sehr viel über dieses Thema. Aber ich muss auch immer wieder meinen Kopf ein bisschen leeren und resetten, damit das für die nächsten wieder reinpasst, was da rein soll. Und insofern, ich habe ein journalistisches Wissen, ich kann überall vielleicht 10 Minuten mitreden. Auf einem guten Niveau, aber so richtig tief, dann habe ich auch ganz viele Sachen schon wieder vergessen. Da geht es dann schon wieder, sind doch wieder ein paar Lücken dann sozusagen. Also das heißt, Ja. bei so einer Und du, Sendung und wie... das Fiese ist, wenn du so Wissenssendungen moderierst, ne, dann lernst du erstmal wirklich, wie viel du nicht Das weißt. glaube Also ich, es gibt das so glaube ich, viel, ja. so viele Sachen, von denen man keine Ahnung hat. Das ist ja auch spannend, weil du immer neue Sachen entdeckst. Aber also der Pool des Nichtwissens wird dir dann erstmal so richtig klar. Ja, richtig, genau. Also ich sage mal, in so Sendungen wie Wer weiß denn sowas, hättest du vielleicht mal so ein grobes Grundwissen, wüsstest vielleicht schon einiges, aber wenn es ins Detail geht, weil es sind da manchmal schon fiese Fragen da auch dabei, ne? Ja, das sind ja manchmal auch so Fragen. Also wir wissen ja, wie das Genre auch funktioniert. Es sind ja manchmal auch Fragen, die kann man gar nicht wissen. Also Richtig, richtig. wird ja dann auch extra so gemacht, damit es ein bisschen unterhalten ist. Und, wenn man überall die Antworten schon per se wüsste, dann wäre so ein Format auch langweilig. Ganz genau. Ja, dann haben wir noch Thema Buch. Da habe ich auch gesehen, da gibt es auch viele Kochbücher drunter oder das eine oder andere Kochbuch drunter, ne? Ja, also es ist erstmal nur eines, Nur eins, okay. aber das ist so ein Kochbuch mit Mehrwert, weißt du? Ich habe mich mal, da ich eine familiäre Krankheitsgeschichte habe, meine Eltern sind sehr früh gestorben, meine Mutter ist leider an Demenz erkrankt, sehr früh und ist dann auch gestorben. Dann in diesem Zuge habe ich mich mal damit beschäftigt, was man eigentlich dagegen tun kann, weil bisher ist die Krankheit ja noch nicht heilbar. Man kann sie ein bisschen verlangsamen, aber sie ist endlich noch nicht heilbar. Ganz vieles deutet darauf hin, dass bestimmte Lebensweisen die Krankheit fördern. Und Ernährung ist ja auch so eine Stellschraube, an der man drehen kann. Und damit habe ich mich halt beschäftigt und ich habe mich mit Lebensmitteln beschäftigt, die unserem Kopf, unserem Gehirn gut tun. Und daraus ist ein Kochbuch geworden. Klugen Appetit heißt das. Kochen für mehr Power im Kopf. Und, das ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Das war auch sehr erfolgreich. Sehr schön. Tja, und dann natürlich, was ja beim Künstler, beim aktiven Künstler, der Musik macht, ja wirklich wichtig ist, Auftritte. Auftritte, ich glaube, da geht's jetzt dann in nächster Zeit auch wieder ein bisschen mehr zur Sache. Wenn ich bloß mal schaue, meine Schlager, deine Schlager, eine große Veranstaltung, die, glaube ich, so in der Ecke Wilhelmshaven, glaube ich, irgendwo stattfindet, im hohen Norden, ne?
Ja, genau. Also ich habe ja, da ich ja seit einem Jahr das Ganze erst betreibe und da ja noch ein Greenhorn bin, hatte ich ja jetzt so im letzten Jahr noch nicht so viele Auftritte, weil ich ja erstmal Songs produzieren wollte. Du brauchst ja auch Songs, um überhaupt dich auf die Bühne stellen zu können. Und jetzt, so nach einem Jahr, läuft so ganz langsam das Live-Geschäft an. Ich werde Anfang Mai auf einer Schlagerreise auf Mallorca auftreten mit ganz vielen tollen Kollegen. Dann, wie du schon erwähntest, Mitte Mai kommt das große Festival, meine Schlager, deine Schlager in Roffhausen. Dann werde ich, das ist mir eine ganz, ganz große Ehre, sogar zur Kieler Woche spielen. Kiel hat ja ein großes Segelfest einmal im Jahr, das größte Segelfest der Welt, die Kieler Woche. Da ist quasi die ganze Stadt eine einzige Partymeile. Und da gibt es eine Mainstage direkt auf dem Rathaus, wo ganz tolle Acts sind. Und da darf ich einen Samstag auch eine halbe Stunde auftreten. Da freue ich mich sehr drüber. Das klingt doch schon mal ganz gut, so für einen Anfang. Nur leider werden wir uns auf Mallorca verpassen. Du bist eine Woche zu früh dort. Ich bin später da. Ja, ach schade. Aber ich kann dich beruhigen. Du kannst, also visuell gibt es wahrscheinlich etwas von mir zu sehen, weil sowohl nach Mallorca als auch zu meinem ersten großen Festival hier in Deutschland werden mich Fernsehteams begleiten. Nach Mallorca kommt das Magazin, das ARD-Magazin Brisant mit mir und wird berichten und nach Shortens, soweit ich weiß, RTL. Sehr gut. Also, wie gesagt, du bist in der Woche vom 2. bis 9. Mai auf Mallorca. Ich, wie gesagt, vom 9. bis 12. mit den Schlagersternen. Und bei Wenn wir uns dir am sind die Flughafen Schlager. zuwinken. Na, können wir uns am Flughafen zuwinken. Du verlässt die Insel und ich komme an wahrscheinlich. Genau. Genau, und du musst für mich ein gutes Wort einlegen. Vielleicht buchen die mich ja dann im nächsten Jahr auch auf ihr Festival. Das wäre ein Thema, genau. Da können wir mal gucken, genau. Und Fernsehen steht da auch wieder was an. Ich habe gesehen, letztes Jahr beim Ja. Oder Sonntags zum Beispiel. Ja, genau. Also auch bei Immer wieder Sonntags werde ich wieder dabei sein. Wir sind gerade noch am Verhandeln um einen Termin, aber jetzt, ich glaube, die haben 12 Sendungen oder so. In einer dieser Sendungen werde ich auf jeden Fall auftauchen. Mit dem Fernsehgarten verhandeln wir auch gerade. Und wie gesagt, dann gibt es ja die Beiträge im ersten und auf RTL. Also da kommt einiges. Und die Single am 28.04. hat im SWR-Fernsehen Premiere nachmittags um 17 Uhr. Da bin ich dann dort zu Gast. Okay, sehr schön. Ja, du bist ja eh viel auch für den SWR im Einsatz. Also irgendwo wird sich da bestimmt auch mal eine Gelegenheit ergeben, wo wir uns persönlich mal kennenlernen können. Ne? Ja, das wäre doch gut. Sollte so sein. Ja, also wie gesagt, alles Weitere kann man über dich auf der Homepage nachlesen. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung für deine Seiten. Wo bist du zu finden? Homepage lautet. Genau, im Internet unter denniswilms.com. Dennis Wilms, ganz normal zusammengeschrieben, .com. Einfach draufklicken, da gibt es die verschiedenen Bereiche, gibt es immer interessante Sachen zu lesen. Und natürlich die Social Medias nicht zu vergessen, ne? Social Media ist ganz wichtig. Sehr gut, danke, dass du das sagst. Sind ja fast inzwischen wichtiger als eine Homepage. Also ich bin sehr, sehr aktiv auf Instagram. Dennis unterstrich Wilms, ne? At Dennis unterstrich Wilms. Facebook ist so ein bisschen am Auslaufen bei uns leider. Da irgendwie das Portal ist, glaube ich, nicht mehr so en vogue. Aber dafür TikTok ist für uns Musikschaffende ganz wichtig geworden. Das sind diese lustigen Videos. Da gibt es bei mir auch viel zu sehen. Und habe ich sonst noch was vergessen? Nö. Ach so, per Podcast YouTube kann man natürlich. natürlich. YouTube auch, richtig, die ganzen Musikvideos. YouTube, ganz richtig. Da bin ich ja meistens auch mit bei Ich finde Schlager toll, weil ich bei Universal bin. Und die Podcast-Portale, da findet ihr den Podcast mit Conny Poletto, der ist, was Hase heißt. Ihr findet uns wirklich überall, wo es auch Podcasts gibt. Also, dann haben wir doch alle wichtigen Informationen mal reingepackt. Und wie gesagt, ich denke mal, wenn wir uns dann persönlich treffen, dann machen wir nochmal eine größere Geschichte draus, ne? Würde ich vorschlagen. Sehr, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Freue ich mich drauf. Vielleicht auf Mallorca oder sonst. Ich bin demnächst auch in Irland, das kann ich noch kurz erzählen. Wir sind Ja, nämlich, ja. wir werden mit unserem Podcast, Conny und ich, werden Irland bereisen. Und das ist im Juni zwei große Sonderfolgen, quasi einen akustischen Roadtrip von unserer Reise aus Irland geben. Das klingt auch spannend, ja, auf alle Fälle. Ja,
Also einiges hier unterwegs und ich sage einfach immer mal da reinschauen auf der Homepage von Dennis Wilms und natürlich die Social Medias nicht vergessen, da würde ich nur sagen, dir ganz, ganz viel Erfolg mit der neuen Single, die am 28. April dann sozusagen veröffentlicht wird. Ne? Und ganz genau, die größte Macht der Welt heißt sie. Genau. Haben wir es auch nochmal erwähnt. Genau, die größte Macht der Welt. Also, hau rein und wie gesagt, viel, viel Erfolg für 2023 und darüber hinaus natürlich. Dir auch, lieber. Herzlichen Dank, dass ich zu Gast sein durfte bei dir. Also, dann herzlichen Dank den Zuschauern fürs Zuschauen und ja, bleibt uns gewogen und wir sehen uns bei einer der nächsten Ausgaben und Dennis, dir auch nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank, ihr Lieben. Macht's gut. Schöne Grüße an Kiel.